Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe ja euch schon erzählt, dass ich die Pink Box abbestellt habe. Eine Box ist jetzt noch gekommen. Und zwar ist es diese hier, die Grassier Edition. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Video. Als erstes haben wir hier noch so ein paar Flyer und Proben drin. Einmal hier von Shabens eine Karte, die finde ich sehr, sehr schön. Und zwar Be Brave, Be Kind, Be You. Also die finde ich richtig schön und ich glaube, die werde ich mir auch aufhängen. Dann einfach einen Zalando-Gutschein. Dann haben wir hier einmal eine Probe drin von Gani Fructis und zwar die Wunderbutter. Und einmal das Shampoo Cocoa Water. Und einmal wieder so ein Heftchen mit so Shopping-Angeboten. Als Zeitschrift haben wir diesmal die Grazia dabei. Die werde ich mir auf jeden Fall mal in Ruhe anschauen und ja, mal schauen, wie die so ist. Ja, neben der Pinkbox war auch noch dieses Color Freedom austauschbare Haartönung. Die werde ich nicht benutzen, die werde ich weitergeben und ja. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal die Box auf. Die hat hier übrigens noch so ein schönes Ananas-Design. Also das finde ich richtig süß gemacht. Gefällt mir ganz gut. Okay. Als erstes haben wir hier von Shabens diese Multi-Masking-Maske. Die habe ich mir auch schon gekauft, allerdings noch nicht ausprobiert, werde ich aber jetzt demnächst einmal machen. Dann haben wir hier von Gani Fructis eine Oil Repair Cocoa Frizz Control Shampoo ohne Silikone. Also riechen tut es sehr, sehr fruchtig und sehr gut und ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wird dann demnächst in meine Dusche wandern. Dann haben wir hier einmal drin von Real Techniques diesen Blender Brush oder Setting Brush, den habe ich schon. Finde ich allerdings nicht schlimm, weil den finde ich klasse und den kann man sehr, sehr gut gebrauchen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und zwar hier von OPI ein Nagellack. Das ist so ein ja, orangestichiger Ton. Und zwar Living on the Boulevard. Genau. Ja, an sich sind das sehr, sehr gute Produkte. Mit dem kann ich nichts anfangen, werde ich nicht verwenden. Ja, Favorit ist auf jeden Fall dieser Pinsel hier in der Box. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Den mag ich auch sehr gerne. Aber ich muss sagen, ich bereue es auch mit dieser Box nicht, dass ich die Pink Box abgestellt habe. Und ja, stattdessen habe ich mir die Barbara Box bestellt. Die werde ich euch auch hier oben einmal verlinken. Da könnt ihr gerne mal reinschauen in das Video. Und ja, das war's dann mit der Pink Box auf diesem Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr die Pinkbox habt, was war euer Favoritenprodukt aus dieser Pinkbox. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.